Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist mal wieder Samstag, dementsprechend ist ein Sammlungssamstag bzw. ein Shop My Stash Lottery Samstag. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen aus meiner kompletten Schmink-Sortimentsgeschichte ein Fullface-Make-up zu kreieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird natürlich auch wieder eine Verlosung in diesem Video geben. Alles, was du gewinnen kannst und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, sage ich dir wie immer im Laufe des Videos. Und ja, ich habe hier meine Losbox, ich habe hier meinen Laptop und dann losen wir jetzt mal. Ich habe hier insgesamt 99 Zettelchen drin, denn ich besitze aktuell 99 Lidschattenpaletten und ja, ihr kennt das, ne? Wir starten mit dem Primer. Und da ziehe ich die Nummer 53. Aus der Limited Edition von Essence Bloom Baby Bloom habe ich hier den Healthy Glow Primer Oil. Ja, es ist ein schwieriges Produkt. Ich hoffe, dass die Foundation damit auch funktionieren wird. Denn normalerweise nimmt man ja auch zum Beispiel Öl zum Abschminken. Mal gucken, wie tricky das wird. Ich gebe mir einfach ein bisschen was auf meine Finger. Das ist aber eher so ein Trockenöl, deswegen mal gucken. Dann kommt es auf mein Gesicht. Es riecht wundervoll nach Blume. Und eigentlich ist so ein Ölprimer auch super geeignet für trockene Haut, wie ich sie habe. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der Primer sich nicht so gut verträgt mit meiner Tagespflege, die ich drunter trage und ich wundervolle Würstchen bekomme. Uncool. Und der will halt auch nicht richtig einziehen. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das überhaupt ein Produkt ist, was ich mag. Und eigentlich dient ja auch diese Shop My Stash Lottery Reihe dazu, dass ich Produkte gegebenenfalls auch aussortieren kann. Und ich glaube, der Primer wird aussortiert. Falls du diesen Primer verwendest und sagst, Mensch, Claudi, der ist aber mega gut, du musst den nur so und so anwenden, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Weil aussortiert heißt ja nicht, dass ich das im Müll schmeiße, sondern dass ich das erstmal zur Seite lege und das dann später mal vertrashe quasi. Aber ja, so gefällt er mir halt nicht wirklich, ne? Er gibt zwar einen Glow und lässt das Gesicht strahlen, aber das ist halt auch eher so ein speckiger Glow. Und ich habe auch nicht das Gefühl, als würde er jetzt groß einziehen wollen. Ich habe das jetzt mit dem Handtuch ein bisschen runtergenommen, einfach nur so vorsichtig drüber gefahren, dass halt nur noch das auf der Haut ist, was auch jetzt so einigermaßen eingezogen ist, damit sich das jetzt auch nicht irgendwie mit der Foundation käbbelt, sage ich jetzt mal auf Plattdeutsch. Ja, mal gucken. Aber was er macht, ist, dass er mein Gesicht auf jeden Fall pflegt. Also einen pflegenden Aspekt hast du auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht kann man das als Gesichtsöl verwenden. Wäre auch eine Idee, ich weiß nicht. Ist ja auch mit Reisöl und Vitamin E, ne? Muss ich mal gucken, ob ich das dann zweckentfremden kann, einfach so als Nachtöl, sage ich mal. Weiter geht es mit der Foundation. Und da ziehe ich tatsächlich die Nummer 99. Die ColourPop No Filter Foundation bzw. den No Filter Foundation Stick habe ich im Trash-Paket von der lieben Jenny bekommen. Das ist die Farbe Fair 30C. So schaut es aus und ich finde es sehr, sehr interessant. Ich habe noch nie eine Stick Foundation verwendet. Nun ist das erste Mal und ich glaube, dass es passen könnte. Ich glaube, dass man das erstmal so aufträgt. Und dann nehme ich mir einfach einen Foundation-Pinsel und verteile das Ganze im Gesicht. Das funktioniert gerade toll mit dem Primer. Jedenfalls so auf den ersten Blick. Weil die Foundation natürlich relativ dick ist und sich schwer verteilen lässt. Dadurch, dass ich aber dieses sehr reichhaltige Öl darunter habe, lässt sich das schön ausblenden. Und die Farbe passt ja mal richtig, richtig gut. Wow. Oh mein Gott, das könnte fast schon meine Lieblingsfoundation werden, weil die gleicht halt Schönrötung aus, lässt das Gesicht aber noch so strahlen und das sieht wirklich aus, als hätte ich so einen kleinen Filter über mein Gesicht gelegt, oder? Klasse. Richtig geil. Boah. Ich bin gerade ein wenig geflasht. Freue mich ein bisschen darüber. Und ich musste jetzt nicht irgendwie mit dem Beauty-Schirmchen einarbeiten? Nö, gar nicht. Toll. Richtig toll. Und das passt so gut von der Farbe. Hm. Die hat eine relativ leichte Deckkraft. Ich weiß nicht, möchte ich die jetzt aufbauen? Eigentlich nicht. Nö, ich lasse die jetzt auch einfach mal so. Klasse. Ma. Geilo, danke Jenny. Concealer sind dran.
Und da gibt es die Nummer 58. Der Revolution Fast Base Concealer in der Farbe. Tja. Wenn ich da C4 siehste, ne, der wird jetzt so ein bisschen meine Rötungen kaschieren und gezielte Highlights setzen. So ein Schwämmchen Vieh. Huch, da kommt jetzt aber gerade ganz schön viel raus. Setze ich mir dann einmal hier unter meine Augen an die Nase. Auf die Rötung hier unten so ein bisschen. Da so, da so. So halt. Und dafür nehme ich mir jetzt aber ein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen. Das ist hier eins von Ember. Habe ich mit einem Fixing-Spray befeuchtet, damit halt quasi die, damit das Produkt besser hält. Und den Concealer mag ich. Also wirklich, der deckt wirklich schön ab. Fast Base trifft es tatsächlich. Der wird nachher ein bisschen creasen, ein bisschen in meine Fältchen rutschen. Aber das weiß ich, das ist okay. Ich hatte den mal gratis mit dabei, als ich bei Kosmetik for Less etwas bestellt habe. Da kann man dann nämlich mittlerweile im Warenkorb auswählen, welches Gratis-Produkt man gerne hätte. Und da habe ich mir den mal ausgewählt, weil ich das so cool fand, dass der auch einfach in so einer hellen Farbe verfügbar war. Und er passt einfach. Das ist voll krass. Meine Herren, meine Base gefällt mir schon mal richtig gut, so wie es jetzt aussieht, ne? Farblich passt es schon mal toll. Ich glaube, das wird heute eine ganz harmonische Geschichte hier. Fahren wir fort mit dem Puder. Und da ziehe ich die Nummer 12. Als nächstes verwende ich ein Puder, was ich auch aktuell so in meinem Alltag verwende, wenn ich mal eben kurz vorm Arbeiten mir ein bisschen Puder drauf mache, um die Rötung abzudecken. Das ist von Essence das High Beauty Powder. Das ist so ein Fixing Compact Powder. Das ist cool. Ich mag das. Das kaschiert Rötungen. Das hat nicht so einen Cake Face Effekt. Das ist sehr, 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 sehr angenehm, finde ich. Dann nehme ich mir jetzt einfach einen großen, fluffigen Pinsel. Ist halt extrem fest gepresst, ne? Damit werde ich jetzt erstmal unter meinen Augen setten. Und überall da, wo ich Concealer aufgetragen habe. Das ist wirklich leider eine Limited Edition gewesen. Denn das ist so ein sehr schmeichelndes Puder. Das, ist halt wie ein Hauch von nichts. Halt auch wieder genau wie die Foundation, ne? No filter needed. Absolut. Das sieht aus wie ein Filter, den ich einfach drüber gebe. Leichter Weichzeichner-Effekt. Bisschen angleichen. Leicht mattierend, aber danach kommt auf jeden Fall noch die Strahlkraft der Haut auch wieder durch. Also man muss nur einfach nur dem Produkt ein bisschen Zeit geben, um sich zu verbinden. Oder halt das Fixing Spray halt auch verwenden, ne? Als kleiner Tipp, wenn ihr so ein bisschen Probleme habt, dass der Concealer so sehr creased, nachdem ihr so den Schritt gemacht habt, dass ihr abgepudert habt, einfach nochmal mit dem noch angefeuchteten Schwämmchen kurz so ein bisschen unter den Augen herbatschen. Das habe ich jetzt in letzter Zeit bemerkt, dass das bei mir sehr gut funktioniert. Wenn einem das zu wenig ist, kann man auch noch ein bisschen Produkt aufnehmen. Aber so verbinden sich Concealer und Puder auch ganz toll. Klar, wenn du loses Puder verwendest, kannst du da auch mit dem losen Puder drüber gehen. Bei festem Puder, also festgepresstem Puder, bin ich immer etwas vorsichtiger, weil das bei mir nicht so gut funktioniert. Aber man kann es ja ausprobieren, ne? Wenn das bei euch funktioniert, dann gib Kette, viel Spaß, ne? Bei mir geht das nicht so gut. Aber so wird es noch ein bisschen eingepresst und ich finde, das sieht einfach toll aus. Das sieht jetzt echt aus, als hätte ich nichts drauf. Als hätte ich jetzt einfach eine wunderschöne, krass tolle Haut, ne? Habe ich aber nicht. Ob wir Bronzer, Blush und Highlighter verwenden oder ob wir eine Face-Palette verwenden werden, entscheidet die Münze. Kopf bedeutet Face-Paletten, Zahl bedeutet Blush, Bronzer und Highlighter werden separat gezogen. Und ich habe den Kopf gezogen, somit sind wir bei den Face-Paletten. Sollte in der Face-Palette nur ein, also sollte eins davon fehlen, darf ich das andere Produkt natürlich nochmal separat nachziehen. Und ich ziehe die Nummer 49. Ich habe eine Face-Palette gezogen, das finde ich toll, denn das ist auch wieder ein Produkt, was ich jetzt just gerade ertrashed habe. Ich glaube, von der lieben Marion war das, und zwar Catrice Addicted to Sorbets, die Face-Palette. Das ist diese hier. Und die enthält Blush, Bronzer und Highlighter. Ja, das Ganze könnte jetzt etwas intensiver werden und ich kann mich vielleicht von meinem sehr dezenten Hautbild verabschieden, man weiß es nicht. Denn der Bronzer ist schon sehr dunkel, ne? Mocker, Ja, da nehme ich mir aber wieder hier so einen fluffigen Pinsel, das ist der, den ich auch eben zum Pudern verwendet habe. Nehme vorsichtig Produkt auf und hier seht ihr das immer besser und trage mich hier den Bronzer auf. Ich glaube, auch das war eine Limited Edition, aber die gab es noch sehr, sehr lange zu kaufen.
Nee, da kann ich tatsächlich derbe reingehen. Der hat auch einen Schimmer mit drin. Oha, da muss ich aufpassen. Vor allem muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Highlighter rankomme. Ups. Ich nehme mir doch einen kleineren Pinsel. Das ist jetzt eigentlich so ein Blush-Pinsel, ne? Aus dem Pinselset von BH Cosmetics. Und das ist das Zodiac Crystal Pinselset. Aber der passt halt hier besser rein. Und wenn das halt Schimmerpigmente mit drin hat, sind die Bronzer dann auch nicht so intensiv pigmentiert. Genau. Das wird jetzt dann zwar sehr schimmerig werden und ich werde sehr glänzen. Aber das ist nicht schlimm. Oh, das ist aber krasser Goldschimmer hier mit bei. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt auch schon, ne? Hm. Wow. Weil das halt ein schimmernder Bronzer ist, gebe ich mir den auch nicht im E auf. Also normalerweise gebe ich mir einen Bronzer hier auf. Dann hier, wenn ich so lache, dass, nee, hier so diese Falte, nicht Falte, diese Betonung auf der Wange liegt, ne? Und dann gebe ich den meistens hier noch mit runter. Aber weil der schimmernd ist, mache ich das nicht und gebe mir das nur im C auf quasi. Den kann man auch nicht doll aufbauen. Ich gebe ihn mir noch an die Nase, wobei das auch jetzt sehr, sehr schwierig sein wird, weil ja, schimmerndes Produkt und so. Ist fast schon ein Highlighter. Wie gesagt, man kann den nicht so aufbauen, weil du hast hier nicht so die Braunpigmente drin, sondern vielmehr diese goldenen Schimmerpigmente. Und da könnte es passieren, dass man halt irgendwie merkwürdig aussieht. Deswegen, ich habe das jetzt schon echt derbe aufgebaut, auch mit einem extra, ne, festeren Pinsel. Aber intensiver als so, dunkler als so, kriege ich es nicht hin. Alles andere, was ich jetzt noch on top gebe, ist Schimmer. Ja, apropos Schimmer, auch der Blush Peach hier oben ist schimmernd. Und ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, den habe ich jetzt hier am Handtuch neben mir einfach ein bisschen sauber gemacht. Und das ist so einer, der halt, ui, der ist deutlicher pigmentiert. Der so pfirsichfarben ist, aber noch so einen Goldschimmer mit dabei hat. Das erinnert mich an diesen Sleek Rose Gold Blush und an den Nars Orgasm und an den Milani Luminoso. Das heißt, ich werde jetzt wirklich intensiv glitzern, denke ich mal, oder schimmern oder glänzen. Gebe ich mir hier jetzt auf. Ja, das, was ich jetzt quasi weggemacht habe, sind die Peach-Pigmente. Ich habe jetzt hier einfach Gold. Ich glaube, auch diese Palette wird mich verlassen, weil Leute, das ist nicht meine Welt, ne? Muss nicht sein, hier so Gold auszusehen. Das ist ja kein Blush, das ist ja eher ein Highlighter, ne? Schade. Ich meine, ich finde es schön, wenn man so einen Full-Face-Highlighter-Look hat oder wenn man halt glowt überall. Aber das ist mir dann doch eine Stufe zu Gold. Muss nicht sein. Nein. Nein, da sind die anderen Blushes, die man so kennt, doch deutlich schöner. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal mit meinem Schwämmchen drüber, um das ein bisschen abzuschwächen. Weil so sehr will ich jetzt hier auch nicht glitzern, ne? Ich möchte schon nachher noch ein paar Videos drehen. Und ich hatte eigentlich vor, so einen leicht natürlichen Look heute zu schminken mit den Produkten, die ich gezogen habe. Hätte das nämlich auch echt super funktioniert. Schade. Mir fehlt aber schon so ein bisschen der Blush-Effekt. Egal. Wir gehen nun in Highlighter rein und da haben wir zwei verschiedene. Einmal den Pear, das ist dieser hier, und den Rhubarb, das ist dieser hier. Der Rhubarb ist halt so ein bisschen rosiger und der Pear ist halt etwas goldener, schimmernder. Und ich werde mir so eine Mischung aus beiden aufgeben, weil ich möchte keinen gelben Highlighter haben und ich möchte auch kein rosa. Also mische ich mir die beiden einfach. Huch, die haben Vorlaut. Gib mir das hier so auf. Ich meine, ich habe hier schon ordentlich Glitzerschimmerschein durch Bronzer und Blush. Also die Palette ist nichts für mich, ne? Nee. Nee, nee, nee. Ach, der Highlighter, das ist nicht meine Welt. Wenn ich nach einem Sonnenlicht stehen werde, denkt mein Freund auch, ich wäre eine Oscar-Statue oder so. Das muss ja auch nicht sein, ne? Ja, nee. Also schon das zweite Produkt, was mich jetzt in diesem Fullface verlässt. Krass. Augenbrauen dürfen natürlich nicht fehlen, um dem Gesicht ein bisschen mehr Kontur zu geben. Und da ziehe ich die Nummer 22. XX Revolution, das ist diese Brow Pomade. Und ja, das ist halt eine Pomade. Ich und Pomaden, Leute, ne? Wir nähern uns immer weiter an. Ich habe das auch in der Farbe Blond, weil ich bin blond und deswegen habe ich mir die gekauft. Es ist oft sehr schwer, das zu verwenden, aber ich habe es ja auch in meinem Full Face XX Revolution verwendet und da hat mir das ganz gut gefallen. Kann man so stehen lassen. Doch, muss ich sagen, gefällt mir. Wer sich übrigens fragt, was ich auf meinen Nägeln trage, das ist von Trended Up aus der aktuellen Limited Edition, dieser orangefarbene und Nagelsticker von Essence. Augenbrauengel fixiert die Augenbrauen und hält sie an Ort und Stelle, hoffentlich.
Und da ziehe ich die Nummer 26. Auch bei dem Augenbrauengel habe ich ein Produkt gezogen, was ich so im Alltag trage, weil ich das einfach so verwende, ohne irgendeine weitere Farbe. Das habt ihr tatsächlich auch schon in dem ein oder anderen Video so gesehen. Und wenn ich da einen sehr natürlichen Look trage, dann habe ich mich meistens mit den Produkten dann auch tatsächlich morgens geschminkt. Von I Heart Revolution Tasty Avocado das Brow Gel. Das ist dieses hier. Und das ist einfach toll. Also, ne, das macht auch wirklich eine Festigkeit rein. Und die Augenbrauen sind auch über den Tag sehr gut gehalten. Nicht so intensiv festtackernd wie der 24 Hours Brow Setter von Benefit, aber auf jeden Fall eine sehr gute Alternative dazu. Das nehme ich jetzt einfach, um meine Härchen hier ein bisschen durchzubürsten. Natürlich nimmt es auch noch ein bisschen Produkt mit runter. Aber so gefallen mir meine Augenbrauen auf jeden Fall, muss ich sagen. Damit der Lidschatten besser hält und die Farben besser zur Geltung kommen, verwende ich gerne einen Lidschattenprimer. Und dafür ziehe ich die Nummer 14. Als Lidschattenprimer verwende ich von Catrice die Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer in Matt. Der kommt mit einem Schwämmchen-Applikator raus und das habe ich von der lieben Alina mal bekommen im Tauschpaket. Der färbt auch ganz, ganz wenig das Augenlid, sodass meine Äderchen ein kleines bisschen abgeschwächt werden und nicht so intensiv dann durchscheinen werden. Der trocknet auch recht schnell an, ist jetzt nicht so ultra klebrig, aber gibt schon eine schöne Basis. Lidschattenpaletten ist das, was ich ja am meisten habe, also ziehen wir aus 99 Lidschattenpaletten. Und da ziehe ich die Nummer 78. Und da habe ich nun von Tamtam die Tamtam Beauty to Go Lidschattenpalette. Bin ich so froh, dass ich sie habe. Lea, ich glaube, die haben wir getrashed, ne? Mega. Damit können wir jetzt einen natürlichen Look schminken. Hier hätten wir auch noch einen Blush drin. Ich glaube, den gebe ich mir kurz drüber. Komm, Leute, ich vermisse Blush. Ich brauche Blush. Das hier oben ist ein Blush und den gebe ich mir auf. Ja, der ist so leicht rosenholzfarben und ich brauche dringend Farbe. Ja, ne? Oh. Der Goldschimmer von dem anderen Blush kommt noch mega krass durch. Wow. Hammer. Ja, wir hätten hier auch noch einen Bronzer mit drin, der richtig geil ist. Komm, den gebe ich dir jetzt auch mal ein bisschen am Top. Der ist leicht aschig, aber der ist perfekt von der Farbe her. Das ist auch so eine schöne, ja, To-Go-Palette, ne? Die man auch schön mit auf Reisen nehmen kann. Da kannst du die schöne Day-to-Night-Looks mit schminken und richtig Spaß damit haben. Also, ich mag die voll gerne. Ja. Und einen Highlighter hast du ja auch noch mit dabei, den gebe ich mir auch nochmal on top. Der ist eher Champagnerfarben und geht dann tatsächlich ein bisschen unter, aber das ist nicht schlimm. Ich will ihn haben. So. Und jetzt schminken wir uns einen Augenlook. Da machen wir doch jetzt mal so einen richtigen Quick-Look von. Das heißt, als erstes nehme ich dieses Weiß und sette damit meine Lidschattenbase. Das ist eher translucent als weiß, das heißt, es hält auf, aber es ist jetzt nicht komplett weiß, wenn ich das auf mein Auge gebe. Den Bronzerton gebe ich mir einfach mal in die Lidfalte. Mit diesem Schokobraun bastel ich mir ein äußeres V und verblende es dann in meine Lidfalte. Und außerdem setze ich mir dieses dunkle Braun jetzt auch an den unteren Wimpernkranz. Diesen schimmernden Ton presse ich auf mein Zentrum. Und den Highlighter-Ton setze ich mir in den Innenwinkel, ziehe den auch hier noch ein bisschen in die Mitte rein, über das Gold, würde ich mal so sagen, damit der Übergang etwas softer wird. Und den Rest, den ich hier auf dem Pinsel habe, setze ich mir einfach unter die Augenbraue. Es ist ein dezenter Look, aber es ist ein Look. Ein Fixing-Spray bewirkt zum einen, dass das Make-up fixiert wird, zum anderen, dass die pudrigen und auch die cremigen Konsistenzen sich besser miteinander verbinden. Da ziehe ich die Nummer 27. Von der lieben Ela habe ich dieses Produkt bekommen, und zwar von Revolution, das Rose Fizz Make-up Fixing Spray. Ach, das soll illuminisieren und nach Rose duften. Und das macht es. Kommt sehr stark raus, aber es verteilt sich ganz gut im Gesicht. Wo ist mein Schwämmchen? Da. Das arbeite ich dann nämlich kurz nochmal mit dem Schwämmchen ein. Augenstifte. Ob es Kajal ist, ob es ein Eyeliner ist, ob es bunt ist oder. Die Nummer 43 ziehe ich.
Und jetzt wenden wir uns dem Eyeliner zu. Das ist Bella Pierre Cosmetics Gel Eyeliner in der Farbe Ebony. Ja, das ist einfach einer zum Anspitzen. Und den verwende ich jetzt, um meinen Wimpernkranz einfach zu verdichten. Was es in diesem Video zu gewinnen gibt, blende ich übrigens jetzt einfach mal ein. Ich habe mich dafür entschieden, einen kleinen Mini-Wing zu ziehen, also nichts Spektakuläres. Ich habe das im Prinzip mit meinem Augenbrauenstift ein bisschen ausgesmatscht. Ne? Das ist jetzt nicht ultra präzise, aber es ist da und ich finde es schön. Aber alles wird so viel schöner aussehen, wenn Mascara drauf ist. Mascara verleiht dem Auge auch eine richtig wundervolle Dimension und wird den Look auch hoffentlich auf eine ganz andere Ebene heben. Und da ziehe ich die Nummer 70. Da habe ich nun die Maybelline Lash Sensational Lash Multiplying Mascara gezogen. Das ist diese hier. Und die habe ich auch letztens meiner Mom empfohlen, weil ich die echt klasse finde. Und meine Mom mich auch gefragt hat, gibt es irgendeine Mascara, die halt auch auf den Wimpern hält, die nicht abstempelt. Ja, diese hier. Die ist so quasi wasserfest. Also steht nicht wasserfest drauf, aber ich finde, sie ist sehr hartnäckig. Also man kriegt sie auch schwer runtergeschminkt. Ich finde sie großartig. Die hat so ein gebogenes Gummibürstchen, was total cool ist. Und ja, die wird jetzt auf jeden Fall verwendet. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich finde, dass sie ziemlich viel mit den Wimpern macht. Sie verdichtet die Wimpern enorm. Sie macht so einen Schwung rein und sie gibt Länge. Und also sie macht wirklich alles, was eine Mascara meiner Meinung nach machen sollte. Und deswegen mag ich sie so gerne. Man muss ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, weil sie doch sehr, sehr viel Produkt immer abgibt. Und man spürt sie halt auch schon. Ne? Nicht nur dadurch, dass die Wimpern halt so enorm verlängert sind, dass du die halt, also ich spüre sie hier wirklich oben. Ne? Man merkt halt auch, dass man eine etwas schwerere Mascara drauf hat, weil man doch deutlich mehr Produkt drauf hat als bei anderen Mascaren. Aber ich mag die richtig gerne. Ein Lip Liner wird nun auch gezogen. Ich bin immer so gespannt, ob meine Lip Liner-Geschichte da mit dem Lippenstift zusammenpasst. Und da ziehe ich die Nummer 38. Der Lip Liner, den ich gezogen habe, ist von Douglas in der Farbe Bois de Rose. Das ist dieser hier. Der war mal in einem Adventskalender drin. Und das ist so ein wunderschöner Rosenholzton. Eidenei ist der geil. Die Farbe passt so unglaublich gut, gerade zum Look und zu dem, was ich anhabe, dass ich es echt erstaunlich finde. Ja, und gerade heute habe ich mir meine goldene Kette angezogen. Es ist echt wahnsinnig gut, dass gerade alles zusammenpasst, oder? Ich habe nicht geschummelt. Und dieser Lip Liner hat auch so einen leichten Schein mit dabei. Also ich gebe mir Lip Liner immer auf die komplette Lippe, einfach um das Ganze haltbarer zu machen. Ne? Mir gefällt der richtig, richtig gut und es passt so gut gerade alles zusammen. Last but not least, die Lippen. Hier ziehe ich die Nummer 36. Das letzte Produkt, was ich nun gezogen habe, ist von Judith Williams Judith's Boost Lipstick in der Farbe 466. Das ist ein Produkt, was halt auch mit Hyaluronsäure ist und dementsprechend auch eine Pflegewirkung mit dabei haben soll. Das ist so ein richtig schönes Nude. Und der passt jetzt auch sehr, sehr gut. Das war ein Reim. Der lässt nämlich den Lippenstift dann noch, also die Lippen, ne, also den Lip Liner, also alles, ein bisschen heller wirken. Aber dadurch, dass ich diesen Lip Liner drunter gegeben habe, habe ich trotzdem noch diese Farbe mit drin. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Mensch, mir gefällt der Look. Ich meine, ich habe den jetzt, ne, aus meiner kompletten Sammlung rausgelost, um an der Verlosung teilzunehmen. Schreib mir doch einfach mal dein allerliebstes Lieblingsprodukt, dein Must-Have. Produkt unten in die Kommentare rein, am besten aus dem Bereich dekorative Kosmetik und ja, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil, wenn du das einfach reinschreibst, dann kann ich auch mal gucken, vielleicht finde ich ein bisschen Inspiration und Leute, das ist jetzt der fertige Look, ich mache jetzt mal die Haare auf, weil sich das immer wieder viele Leute wünschen, viele von euch, viele Menschen in den Kommentaren, einfach um zu schauen, wie der Look dann in komplett aussieht mit offenen Haaren, so sieht der Look dann in komplett aus. Ich finde den auch gerade echt schön. Das ist so natürlich, aber irgendwie auch so, ne? Toll. Die Produkte haben gut zusammen harmoniert. Zwei Produkte werden aussortiert.
Das ist dann nun mal so, das ist einmal die Catrice Addicted Tusor Base Palette und auch der Primer. Nee, da greife ich auch so nicht nach, also von daher können die einfach gehen. Eine absolute Lieblingsentdeckung, die ich jetzt gemacht habe, ist auf jeden Fall diese Stick Foundation. Bei den anderen Produkten wusste ich jetzt schon tatsächlich, dass sie gut sind, aber ja, die Stick Foundation war eine First Impression, die mir jetzt richtig gut gefallen hat. Mensch, ich habe gerade sehr... Sie waren halt vorher im Zopf, ich habe sie jetzt nicht gekämmt oder so. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Shop My Stash Lottery. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!